Das regt mich hier gerade auf, dass es nicht symmetrisch an der gleichen Stelle ist. Da mich in Wel Herr Hell war feuern, dass er so gepfuscht hat. Oh oh, es wird Nacht. Toll, jetzt habe ich gerade. Fuck, ich sollte erstmal einen Schnitzel futtern. Ein ungebratenes Roastbeef-Schnitzel. Nicht, dass da was passiert. Jetzt hoffe ich mal, dass hier kein Mobs spawnt oder so, weil hier zu dunkel ist. Ich leuchte hier einfach extra nochmal ein bisschen aus, damit hier nichts passiert. Jetzt das Bett hier hinknallen und dann erstmal pennen gehen. Mit dem Schwert in der Hand. Und mit Mut, nicht zu sterben. Ach, schön. Schön so, über Möchtegern Freiluft zu schlafen. Ne? Das baue ich ab, das baue ich ab, das kann ich. Guck, guck. Klappt nicht. Nur wegen dir, Alter. Das muss alles weg. Alles muss raus. Praktika. Oder nur bei Faktika. Wie Silly immer gesagt hat. Was überhaupt nicht lustig war. Naja. Eigentlich ja schon. Das war ja mal so ein freundschaftliches Lachen, so damit er nicht enttäuscht ist, dass er so schlecht ist. Na gut, ich glaube, ich habe ihm auch an den Kneipen gesagt, das ist nicht lustig. Irgendwie sowas. Damit lebt er ja schon, dass ich ihn schlage und vergewaltige. Auf dem Jungsklo. Ich muss mit zwei verschieben. Oh nö, da muss ich das Glas auch verschieben. Scheiße. Da muss ich alles ausbessern. Damit es nicht so unakzeptabel ist. Aber dieses Loch hier nervt jetzt dabei. Das Loch werde ich einfach gleich mal stopfen. Nicht zweideutig denken. Oh Mann. Das macht doch gar keinen Spaß, wenn ihr hier mal ans Bumsen denkt. Immer noch nicht Bumsen, sondern Bumsen. Schön hier so sicher dicht machen, nicht dass hier auf einmal so ein Mob reinfällt und uns so misshandelt und uns eine Knarre an den Kopf fällt. Das wäre ja nicht so schön. Ich habe gesehen, dass Creeper richtig miese Waffen im Kopf haben. Es gibt also ein T-Shirt auf Minecraft.net zu kaufen, beziehungsweise Jinx, wo gezeigt wird, wie die Innereien von dem Creeper aussehen. Aber ganz ehrlich. Wenn dir ein Skelett mal modern wird und dir eine Knarre an den Kopf fällt, dann hast du nichts mehr zu lachen. Dann vergeht es dir so schnell, dass du nicht mal pupsen musst. Das war nicht gut, ich weiß. Das ist ja auch alles voll gammelig verbaut geworden. Das war es für ein Fuscher, der hier am Werk war. Der muss echt gefeuert werden. Klatsch. Stein weg, Stein weg, Stein weg, Stein weg. Ich glaube, ich installiere den Audio-Mod. Ich mache eine kurze Pause und dann installiere ich den Audio-Mod wieder, damit wir uns alle schön über diese geilen Geräusche freuen können. Ich will nur gleich eins gucken, ganz kurz, wie lange das noch dauert mit dem Rendern. 74%. Dann kommt der nächste Part von Minecraft Let's Play. Der noch nicht hochgeladen bzw. gerendert ist. Beziehungsweise wird der jetzt gerendert, wie ihr gehört habt. Ah, eine Höhle! Oh mein Gott, da ist eine Höhle! Woher kommt die denn auf einmal? Oh, ich hab mich so erschrocken gerade. Stirb, du scheiß Dreck hier oder im Gras oder was du auch immer bist. Irgendwann gibt's einen Mod. Es gibt bestimmt eine Art Kiffen-Mod oder so, wo man dann irgendwie Gras abbaut und das dann rauchen kann. Und dann kriegt man Leben wieder, aber ist ganz komisch drauf, so ganz schwummerig. Also es wäre mal echt ein geiler Mod.
Also weil er lustig wäre, nicht da, weil ich das so gerne mache, weißt du. Nein, 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 nein. Jetzt denke ich's von mir. Ich bin clean. Ich bin ein braver Junge. Also ihr hört nichts Falsches von mir denken. Ich bin immer schon brav gewesen und bleibe es auch. Deswegen sitze ich auch mal nur zu Hause vorm PC und bin ein Stummhocker. Ja, so ist das. Mhm. Ich bin genauso wie Herr Tutorial, der auch immer nur zu Hause sitzt und über hier billigen Tutorials treten, dafür Geld bekommen. Denn er ist ein dreckiges Opfer, mit dem früher immer in die Psyche gebammt wurde. So bam, 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 und dann wurden sie schneller. Bam, 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 bam. Ja. Er ist echt ein armes Opfer. Leider ist er nicht arm, sondern ein Opfer. Nur. Was mich leider aufregt. Ich ihn so gerne von hinten bumsen würde. Nein, würde ich nicht. Ich schwör's euch, das würde ich wirklich nicht. Wer will schon Herr Tutorial bumsen? Wer würde schon gerne Mann bumsen, außer vielleicht Frauen? Ah, ein Loch. Sehr sicher, dass es hier so tief ist, ne? Oh ja, ich bin Fisch. Ich hab das echt geweitet, das Loch. Ja, wenn man pervers ist, hätte man das zweideutig sehen können. Aber so haben wir nicht gedacht. Eigentlich habe ich so gedacht und dachte mir gerade, wenn die so denken, dann sind sie pervers. Auch wenn ich selber so gedacht habe, also bin ich... Nein, ich bin nicht pervers, ich bin hier ein Let's Player. Let's Player müssen sowas sagen, damit sie auch schöne Einschaltquoten bekommen. Eigentlich ja nicht, aber ich versuche euch gerade zu verarschen. Was anscheinend ja auch sehr gut funktioniert. Kauft euch das neue Mortal V-Love Album. Mortal V-Love, seid mir los. Jetzt im Handel. Beziehungsweise auf mortalvlove.de.io. Da gibt's eine Seite. Das Album ist zwar überhaupt noch nicht raus, aber deine Mutter kümmert das. Wir machen... Also ich habe jetzt keinen Bock, das dann zu Ende zu machen, weil ich keine Ausdauer habe im Extreme bauen. Das muss jetzt auch erweitert werden. Geweitet. Also bis... Moment. Hier. Ja, das geht sehr gut. Ne? Ich finde es cool, dass man zwar jetzt stapeln kann so gut. Hätte ich das früher gewusst oder gekonnt, dann hätten wir jetzt keine Probleme gehabt. Wir hatten zwar irgendwie gar keine Probleme und ich laber gerade Müll, aber... Dort bin ich. Nicht ihr. Immer noch gern, wie das mit dem Schwert so gut geht. Früher dachte ich mir so, stimmt das überhaupt? Funktioniert das mit dem Schwert? Was soll ich denn? Und dann habe ich geguckt und es... Wow, es passt! Ja, und es hat funktioniert. Jetzt müssen wir leider das Glas und das Koppler abreißen. Aber damit muss man leben, wenn man Bauarbeiter ist und einen Pfuscher vorher am Werk hatte. So ist das Leben eben. Und so muss man es leben. Oh, ich bin Fisch. So muss man das Leben leben und es leben lassen. Oder so. Lied von Seed. Das reimt sich. Da fehlt ein Zaun. Hallo. Voll opferhaft. Die müssen jetzt alle abgenudelt werden. Die ganzen Zäune abgerissen von dem da vorne hier. Und dem da. Oh, was ist das für eine Schafsherde? Moment, wo ist mein Skizzers? Ich muss jetzt alle mal misshandeln. Oh, es wird langsam Nacht. Wieder. Klack. Man bekommt seit neuestem 4 Wolle, wenn man die killt. Schert. Ist mir aufgefallen. Oho. Das finde ich echt cool eigentlich. Ich fand es ja eigentlich auch eine coole Idee, mit der, dass man das noch mit einer Schere machen kann, aber dann fehlt ein
cooler Teil von Minecraften uns, dass man die einfach so spanken konnte, so wie Gronk immer sagt. Es ist so wie da in Cobblestone-Textur, die, falls es jemand nicht wusste, das war die allererste Textur, die es bei beim Minecraft gab. Und nicht die allererste, sondern mit einem andere, mit einer anderen Textur, die zweite. Die erste meine ich jetzt. Als das Spiel noch Cave Game hieß und man da einfach nur durch so ein riesiges Labyrinth gegangen ist. Ja, damals war es noch nicht spektakulär, das war ungefähr im Jahr Mai 2009. Oh, ich freue mich schon aufs Adventure Update. Adventure Update. Adventure Update. Das wird echt spannend. Das wird lustig. Das ist wie Patrick immer sagt. So, das kann ich verpissen. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Und das. Das hier muss ich leider verpissen. Es tut mir wirklich leid, weil es so lange gedauert hat, bis es gebrannt war. Aber man muss. Opfer müssen nun gebracht werden. Und jetzt habe ich keinen Platz zum Schlafen, weil hier alles offen ist. Toll, toll, toll. Jetzt packen wir den Kakao. Da müssen wir eben im Schmelzraum schlafen. Dann werden wir echt gebrannt. Ne, geknallt. Mann, ich will pennen gehen. Es ist noch nicht so spät. Ist es wirklich schon nur spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Ich komm wieder, keine Frage. Ach, das habe ich früher mal gern geguckt und ihr? Bin nicht als Maul, du Sternotze. Dann hab ich nicht mit dir geredet, sondern mit denen, die das geguckt haben. Musik erkennt vielleicht jemand. Und ich habe mir schon wieder am Arsch wehgetan. Es kann sein, dass sie schon Kreeper gespawnt sind. Aber sieht nicht so aus. Weil sonst hätten wir ein Problem. You are smart. Hier, Mega-Lag. Ich liebe Mega-Lags, weil man dann immer so schön rumlecken kann. Der war schlecht. Aber wie es aussieht, müssen wir dann doch noch Sand ernten gehen. Aber damit müssen wir eben leben. Das Leben leben, wie das Leben leben ist. Oder so. Ich hab gerade irgendeine Scheiße gelabert und weiß gar nicht, worum es geht. Ich hab mir überlegt, ich brenne einfach mal ein bisschen klein. Vor allem heißt es klein, ne? In diesem Moment überlege ich gerade, was wir vielleicht mit dem Zeugs machen könnten, mit dem Mossy Cobblestone. Da ließe sich bestimmt etwas arrangieren, etwas Schönes. Da oben muss auf jeden Fall noch was ausgebessert werden. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir sind ja so frei und offen und so weiter und freier. Und jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwo was gespawnt ist. Gespankt oder gespawnt. Nee, anscheinend nicht. Gut. Ich hätte schon die Befürchtung, aber ich verliere auch Leben, das ist dämlich. Dass ich dann auch an sowas denke. Hier muss es gekillt werden. Hier geht das dann so, ja. Das hier ist doch schön, wenn man hier so eine schöne Kacke hat. Eine schöne Kacke am Dampfen. Woher kommt eigentlich dieser Billigspruch mit dem Kacke am Dampfen? Das wüsste ich gerade voll gern. Nur mal so als Frage. Behaltet ihr eigentlich die ganzen Parts, die ihr aufgenommen habt, als Fraps-Datei oder mit dem Programm, das ihr aufgenommen habt und löscht dann das Gerenderte oder behaltet ihr die gerenderten Parts oder behaltet gar nichts, so wie ich. Und werdet echt gearscht, wenn ich irgendwann mal meinen Account verliere, warum auch immer. Das kann ja alles irgendwann mal passieren.
weil eine Apokalypse ist und ich die Zeche nicht bezahlt habe. Hm, die Zeche. Ihr wisst schon, welche Zeche ich meine. Die Zeche. Hier oben ist der Dreck drin, das ist ja widerlich. Widerlich. Ah, Fusche am Berg, ey. Aber ich hab mir gerade überlegt. Mit einem schönen Ausblick von oben beende ich diesen Part. Das war ja Prodigy Kleins und er hat sich gefreut, für euch diese Stunden zu opfern. Oder so. Das war's.